Der FAC ist für mich mehr als nur ein Fußballverein. Liebe Freunde des runden Leders, die fußballerische Winterpause findet in Bälde ihr Ende. Die Viertelfinalpaarungen des Unica ÖFB Cups stehen vor der Tür und warten nur darauf, angepfiffen zu werden. Zum Jahresauftakt haben wir der Bundeshauptstadt einen Besuch abgestattet. Im Stadtteil Floridsdorf schnürt unser aktuellstes Mitglied der Local Hero-Reihe, Marco Kreins, regelmäßig seine Fußballschuhe für den Floridsdorfer AC. Früher hast du, lieber Marco, allerdings violett anstatt blau-weiß getragen, oder? Genau, also meine fußballerische Laufbahn sieht so aus, dass ich mit 6 Jahren bei der Wiener Austria begonnen habe, da auch alle Nachwuchsteams durchlaufen habe und auch die Akademie absolviert habe und bin dann mit 18 nach Vorarlberg gewechselt zu Austria Lustenau und habe da, glaube ich, 4,5 Jahre verbracht und spiele jetzt seit 2 Jahren beim Floridsdorfer AC. Mit Wien und Vorarlberg hast du die ganze österreichische Landesbreite beinahe durch. Reizt dich früher oder später auch der Wechsel ins Ausland? Auf jeden Fall. Ich denke, für jeden Fußballer wäre das auf jeden Fall ein Reiz, auch eine andere Kultur kennenzulernen, auch eine andere Fußballkultur kennenzulernen. Es war immer schon mein Traum, in Deutschland zu spielen und den würde ich mir auch irgendwann gern verwirklichen. Zweimal bist du in dieser Saison als Kapitän aufgelaufen. Zudem bist du voller Selbstvertrauen in der letzten Unica ÖFB Cup-Runde im Elfmeterschießen gegen den KSV 1919 angetreten und hast auch verwandelt. In welcher Rolle gliederst du dich jetzt beim FAC ein? Ich denke, dass meine Rolle einfach hier beim FAC eine Führungsrolle ist. Wir haben eine junge Mannschaft. Ich gehöre da schon mit meinen 24 Jahren vielleicht zu den bisschen Älteren. Ich habe eine gewisse Erfahrung, die möchte ich einfach den Kollegen mitgeben, sie führen, ihnen auch vielleicht was beibringen, ich kann von ihnen was lernen, einfach die Führungsrolle gut ausführen und der Mannschaft und dem Team helfen. Vor der Cup-Schlacht in Kapfenberg ging es gegen den SK Treibach. In diesem Spiel konntest du dich auch in die Torschützenliste eintragen. Hast du da deinen Treffer noch im Kopf? Wir haben allgemein ein sehr, sehr gutes Spiel dort gemacht. Ich glaube, so gut ich mich noch erinnern kann, haben wir über die rechte Seite einen Angriff gestartet, sind dann in die Box gekommen und ich glaube, der Monsi hat einfach auf mich abgelegt und ja, ich musste dann eigentlich nur mehr einschieben. 1. Tauscht man den ersten Buchstaben vom FAC gegen ein W aus, erhält man den Namen eures Gegners im Viertelfinale, den WAC. Ihr seid der letzte verbliebene Nicht-Bundesligist. Wie schätzt du da eure Chancen ein? Ja, im Cup, da ist alles möglich. Wir werden uns gut darauf vorbereiten. Auch da wollen wir weiterkommen. Wir wissen, was der WAC drauf hat. Eine gestandene Mannschaft aus der Bundesliga. Können wir uns auch messen, werden wir viel daraus lernen. Auf jeden Fall ist unser Ziel, auch da weiterzukommen. Ob das gelingt und der FAC auch in Wolfsberg bestehen kann, werden wir in Kürze wissen. Dir, lieber Marco, wünschen wir alles Gute für das Match und für deine weitere Zukunft. Ein großes Danke für deine Zeit und deine Einblicke.